Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Ja, ich habe so ein paar schlechte Nachrichten. Und zwar habe ich gerade Aufnahme gemacht. Wie ihr sehen könnt, da vorne hopst schon der Wendel rum. Ja. Irgendwie hat sich mitten in der Aufnahme mein OBS verabschiedet. Das heißt, ihr habt leider nicht mitbekommen, wie ich den Mann geholt habe und die schwarze Witwe. Wobei ich sagen muss, bei der schwarzen Witwe bin ich sogar gestorben. Also es ist noch nicht ganz so einfach, wie ich mir das dachte. Ja, aber weil ich weiß, dass viele von euch mich leiden sehen wollten, habe ich mir jetzt überlegt, ist nämlich jetzt doof, weil rückwirkend Mand ist nicht. Ja, da habe ich mir überlegt, da werden wir uns heute die Brutmutter schnappen. Also, wir werden es versuchen. Ich habe mal zwei Snacks gebastelt. Yo, Brutmutter-Snack. Und dann machen wir halt die Brutmutter. Muss ja eh alles gemacht werden. So, Katana hatte ich jetzt in der Folge, die ich eigentlich aufgenommen hatte, schon auf die 9 gelevelt. Was haben wir noch gemacht? Jetzt muss ich zurück überlegen, was ich euch alles erklärt habe und gezeigt habe, was weg ist. Super. Armbrust, glaube ich. Nee, da fehlt noch, da war ich dran. Naja, auf jeden Fall, wir werden jetzt mal nach der Brutmutter gucken, die mal besuchen. Das heißt, ich muss wieder Heilung einpacken. Stimmt, Heilung hatten wir auch noch geholt gehabt. So ein bisschen. Da ist nicht mehr so viel übrig. Ja gut, 60 Stück. Aber wir hatten, ich glaube, 120 Heilung hier drin. Also wir haben bei der schwarzen Witwe, habe ich ganz gut Heilung verballert. Und wie gesagt, bin einmal gestorben bei der. Aber ich habe zwei Tropfen rausgekriegt. Und die habe ich auch gleich verknetet, verarbeitet für schon mal einen Teil Witwenrüstung. Da fehlen jetzt noch die Knieschoner. Ich war am Überlegen, machen wir erst den Dolch oder erst die Rüstung? Dann dachte ich mir, bevor die Rüstung wieder vergessen geht, machen wir erst die Rüstung, weil den Dolch, den brauche ich. Das heißt, der wird nicht vergessen gehen. So. Kurz überlegen. Brauchen wir noch irgendwas für die? Ich glaube nicht. Ey, dann würde ich sagen, renne mal los. Und, ach genau, wir haben auch am Anfang der Folge, habe ich hier so ein bisschen, noch ein bisschen Deko hingeschmissen, damit wir die Stufe 5 erreichen. Also jetzt ist es nicht mehr auf 5, aber nachdem ich das Zeug, das stand ja alles wieder hier im Kreis, ihr kennt es ja, ne? Haben wir die 5 einmal erreicht. Aber mich ärgert das jetzt. Ich habe auch ein schönes Thumbnail gemacht mit der Witwe drauf. Toll. War wieder mal alles umsonst. Na gut. Also, wir rennen los. Nee, wir rennen zurück, weil die Läuse latschen würde ich dann ganz gern bei der Witwe, ach Witwe sage ich als, bei der Brutmutter tauschen. Weil ich nicht weiß, die ist ja ein bisschen überarbeitet worden. Und ich noch nicht weiß, wie gut die ausholt. Das heißt, wir nehmen hier die Beinschoner noch mit. Die sind gerade mal Stufe 5, die leveln wir nochmal hoch. Sehr geil. Und dann würde ich sagen, auf zur Brutmutter. Ja. Irgendwas läuft doch immer schief. Aber ich habe Wendel jetzt in der Spinnenhöhle abgesetzt. Soll er mit den Spinnchen spielen? Soll mich in Ruhe lassen? Ärgert mich halt ein bisschen. Aber ich habe auch die Statue eingesammelt. Ich habe, soweit es ging, alles gefarmt, was da drin war. Burger waren diesmal keine da. Ich glaube, die sind schon alle vergammelt. Aber den Mant, den haben wir jetzt erledigt. Gut, dann machen wir halt jetzt die Brutmutter. Ist ja auch wichtig. Da brauchen wir nämlich auch noch ein paar Teile, ein paar Brocken. Auch damit wir dann zum Mantis können. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Und um da den Snack herzustellen, brauche ich ja Brutmutterteile. Und die werden wir uns jetzt natürlich holen. Ich hoffe ja, dass wir ordentlich was rauskriegen. Weil den Helm will ich auch haben. Und die Keule müssen wir auch noch bauen. Das heißt, selbst die Brutmutter müssen wir ein paar Mal killen. Und ich habe gestern Abend eine Farmrunde noch gemacht. Kann ich euch nachher nochmal zeigen. Das Holz- und Plattenlager ist jetzt fast voll und so ein paar Kleinigkeiten. Ich habe Pinien gesammelt, ich habe Kletten gesammelt, ein paar. Hab die jetzt aber noch nicht verbaut.
Und da habe ich endlich mal die kleine Faust freigeschaltet. Nach 5 Millionen gefühlt totgehauenen Milben und Babyspinnen. Aber ich habe die kleine Faust. Und da werden wir nämlich auch noch sehr, sehr viele Versuche machen. Weil die Mutation kleine Faust ist meiner Meinung nach somit eigentlich ultra OP. Wenn man die auf Stufe 3 hat, dann noch den Trüffelrüffel dabei. Dann mal gucken, welche Rüstung man optimal noch dazu nehmen kann. Da kloppt die ohne Waffen alles glatt. Ich glaube, als Rüstung wäre vielleicht ganz geil die Brutmutterrüstung. Also die von der Infizierten. Weil die macht ja Explosionsschaden. Und durch die kleine Faust mit dem Trüffelrüffel macht die ja Explosionsschaden. Und was viele nicht wissen, wir können es ja mal kurz anmachen, die Mutation. Welche machen wir denn mal weg? Nehmen wir die mal raus. Was viele ja nicht wissen, ist... Ja, jetzt bin ich wieder am Babbeln und weiß nicht, wo lang. Da. Was viele gar nicht wissen, ist, dass sich die Schläge stacken. Und umso mehr Schläge ich verteile, das geht hoch bis auf 100, zeige ich euch gleich. Steht hier unten links in der Ecke, seht ihr das gleich auftauchen. Wir hauen einfach mal ein paar kleine Spinnchen. Hallo Spinnchen. Da seht ihr schon, da unten jetzt 2, 3, 4, naja, jetzt hat es aufgehört. 4, 5, ja. Also wenn ihr da 100 Schläge hochkriegt, habt ihr das 100-fache an Schaden, sage ich jetzt mal. Naja, 100-fach ist es glaube ich auch nicht ganz. Aber die Schläge stacken sich. Das wird pro Schlag, wird der Schlag heftiger. Wenn ihr jetzt noch Trüffelrüffel mit anhabt, dann macht's dann Bumm und dann ist die Spinne weg. Ja. Wollte ich euch nur mal gezeigt haben. So, wir machen aber an... Wir machen den an, machen den aus und machen den Barbar an. Sind wir zwar jetzt nicht mehr so schnell, aber da drinnen müssen wir nicht schnell sein. Da drinnen müssen wir gut kloppen können und gut Schaden machen. Ganz wichtig. Und man kennt's, wir speichern da drinnen erstmal ab. Immer ganz wichtig. Weil es kann genug schief laufen. So. Habe ich überhaupt den Snack jetzt einstecken? Habe ich mitgenommen, ja. So, das würde bedeuten, den machen wir dahin. Ja, Tränke, klar, haben wir. Katana ist auch bereit. Mutationen nutze ich Barbar. Trefferchance, Sezierexperte und gaunerische Schurke. Und die Giftresistenz. Und die zwei, damit ich mehr Ausrüstung bzw. mehr Teile von ihr bekomme. Macht Sinn. Genau. Jo, dann würde ich sagen, speichern einmal. Dann gibt es nochmal ein schönes Bild von ihr. Ich brauche ja auch hiervon ein schönes Thumbnail. Und dann gibt's schon auf die Schnauze. Und guck mal. So, die ersten Schläge kann man der noch richtig gut Schaden machen. Umso weiter man kommt, umso weniger steckt die ein. Nein, jetzt haben wir keine Ausdauer mehr. Leute, haut doch mal ab und lasst mich mal in Ruhe hier. Ich hätte ja liebend gern gesagt, wir boxen die einfach, aber das Problem ist... Oh, jetzt ist aber mal genug hier. Das Problem ist dabei... Ich habe die kleine Faust jetzt gerade mal auf Stufe 2. Das heißt, wenn, dann würde ich sie erst auf Stufe 3 bringen wollen, dass wir dann mal Brutmutter boxen.
das haben sie halt übertrieben, was da mittlerweile an Spinnen spawnt. Das ist nicht mehr normal. Also das hätten sie so lassen können, wie es damals war, weil ich dachte, oder beziehungsweise, ich denke mal, oh, wir haben Schwertmeister gekriegt, das ist gut. Es ist nicht verkehrt, wenn wir, das ist der erste Boss, der muss nicht übertrieben stark sein. Das ist, um mal reinzukommen, so mit den Bossen, fand ich es eigentlich ganz cool, so wie es mal war. So, die erste haben wir. Mutterinstinkt. Ja, das ist eine Mutation, mit der ich eigentlich gar nicht gerne arbeite. Wie sieht's denn jetzt hier aus? 6 Stück haben wir gekriegt, 3 Stück davon, 1 davon. So, einen Versuch haben wir noch. Mit dem einen Versuch können wir eigentlich auch ein bisschen rumprobieren. Wollen wir die einfach mal boxen? Ey, wir haben 50 Tränke einstecken. Wollen wir es einfach probieren? Es wird zwar jetzt nicht 100 pro viel bringen. Dann nehmen wir den jetzt raus und nehmen die mit rein. Aber einfach mal so just for fun. Warum nicht? Weil da kriegen wir ja auch 100 Schläge hin bei der. Ist halt die Frage, wie das mit der Explosion ist, ne? Können halt so nicht blocken, ne? Ja, es geht. Also wenn man jetzt überlegt, klar, jetzt wird es weniger Schaden. Und jetzt haben wir die ganzen Mistviecher bei uns. Ausdauer ist ein Problem. Also wir machen mit der kleinen Faust noch nicht viel Schaden. Also würde ich sagen, wechseln wir den Kram wieder und hauen nochmal richtig zu. Was man natürlich auch probieren kann, obwohl der ist halt gelevelt. Ich wollte gerade sagen, dann probieren wir mal den Spinnenfang-Dolch. Aber der ist kein bisschen gelevelt. Das macht nicht viel Sinn. Nochmal ein schönes Foto haben. Das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Jetzt muss ich die mal wieder ein bisschen dezimieren. Weil ich finde, die kleinen Viecher machen enorm viel mehr Schaden wie die Brutmutter selbst. Man muss immerhin bedenken, wir sind hier im Flauschig unterwegs. Jetzt stellt euch das mal vor im War. Aber wir haben sie gleich das zweite Mal. Kleinen Radnetzspinnen, das sind Mistviecher. Die guckt einfach nur blöd zu. Deswegen, wir werden mal gucken, dass wir die kleine Faust nochmal eine Stufe höher bekommen. Wartet mal. Ich habe die gar nicht gepiept. Ups. Naja. Da werden wir noch. Wir müssen eh noch ein paar Mal hier rennen. Sagten die Zeit. Vielleicht renne mir jetzt mal heim. Und gucken, ob wir sie noch mal machen können. Safety
Aber ihr seht schon, die hat ordentlich was drauf mittlerweile. Ich brauche Pusteblume. Dass wir hier runterkommen. So, zweimal haben wir sie. Mal gucken, ob wir es von der Zeit hinkriegen. Einmal schnell zurück, einen Snack noch geballert. Voll vergessen, die zu piepen, weil die meisten Bosse oder beziehungsweise jetzt zum Beispiel Schmeckdor oder sowas, die muss man nicht piepen, weil die kann man ja nur einmal killen. Und da haben die Entwickler das so gemacht, dass man die Karte bekommt, ob man sie piept oder nicht. Deswegen vergesse ich das immer wieder. Gut, dann würde ich aber sagen, dann mache ich hier an der Stelle einen kleinen Cut. Mache uns noch schnell so ein Dingens fertig. Und dann sehen wir uns gleich wieder bei der Brutmutter. Ich glaube, das ist am sinnvollsten. Bevor wir jetzt eine Viertelstunde hin und her laufen, warten müssen, bis alles gebrannt ist, mache ich einen kleinen Cut. Bis gleich. So, wieder zurück hier in der Höhle bei der Spinne. Dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Ich habe jetzt nochmal zwei Snacks dabei. Ja, jetzt nur noch einen, klar. Dann werden wir die nochmal ein bisschen machen. Ich denke, nach der Folge werde ich da auch nochmal die Brutmutter noch ein paar Mal penetrieren. Ärgern und schlagen. Weil wir brauchen mengenweise Material. Das ist ja die neue Rüstung von ihr, die mit reingekommen ist. Wir haben ja für den Mantis brauche ich ja 5 Brocken. Und dann noch die Keule. Das heißt, da werden wir einiges an Material brauchen. Und damit wir jetzt nicht die nächsten 5 Tage nur am Brutmutterkloppen sind, werde ich das mal nach der Aufnahme. Das weiß ich, werde ich noch 5-mal klatschen oder so irgendwie. Werden wir hinkriegen. Ja, die hat's echt schon. Ist gar nicht mal so ohne. Ich will trotzdem wissen, was macht der Spinnenfangdolch? Weil der hat ja auch nochmal einen Giftschaden mit drin. Vorteil beim Spinnenfangdolch ist halt auch wirklich, dass wir viel mehr Schläge ausführen können mit weniger Ausdauer. Ja, wenn mal Ausdauer kommen würde. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Der ist vom Schaden her gar nicht mal so schlecht, wenn er sich das mal anguckt. Und wir können gleich nochmal reinschauen, wie viel der gerade gelevelt ist. Mal ein bisschen Ordnung schaffen hier. Uns ja alles zugute. Alles Spinnennetze. So, Mutti, jetzt bist du wieder dran. Wenn ich wieder Ausdauer habe. Sehen wir den Balken von ihr nicht. Ja. Ich würde schon fast sagen, der Spinnenfangdolch ist schon wieder fast besser wie das Katana hier drin. Weil Katana ist einfach das Problem mit der Ausdauer. So, wir können das ja gerade mal nochmal optimieren. Probieren wir es direkt mal mit dem Spinnenfangdolch. Das heißt, anstatt den nehmen wir den Meuchler. Da ist er. Haben wir auch erst nur Stufe 1, aber das erhöht den Dolchschaden. Fand ich zumindest jetzt gerade ein bisschen praktischer. Wie das Katana. Das ist ja das, man muss alles mal ausprobiert haben. Und, was man dazu sagen muss, okay, der ist auf Stufe 7 sogar schon. Okay, macht noch einen kleinen Giftschaden. Ob der Giftschaden der Spinne was tut, glaube ich wohl nicht. Und jetzt stellt euch mal vor, den Witwendolch, den schön hochgelevelt. Auch am besten würzig. Können wir natürlich auch wieder Mascatana probieren, aber das seht ihr jetzt gleich, wenn die Ausdauer wieder mal voll ist. Das Katana macht halt einen größeren Schaden, klar.
6 Schläge, naja. Knapp 10 Schläge und die Ausdauer ist weg. Ne, jetzt nochmal probieren. Wenn die Spinnchen mich mal lassen würden. Ach, guck mal, mir kriege immer schönere Thumbnails. So, jetzt habe ich nämlich wieder Ausdauerprobleme. Das ist mit den 3 Sekunden. Und ja, das Katana macht mehr Schaden. Aber was bringt nicht mehr Schaden, wenn ich weniger draufschlagen kann? Deswegen, ich glaube, wenn wir den Witwendolch haben, werden wir das nochmal ausprobieren. Den dann auf Stufe 9 und am besten würzig machen. Und dann werden wir das nochmal richtig ausprobieren. Mal was hier abgeht. Meine Knieschoner sind kaputt. Oder zumindest fast. Na komm, dann bist du jetzt dran. Wir haben sie. Sehr schön. Die sind fast kaputt. Na gut. Also ich muss echt sagen, dass mit dem Dolch gar nicht mal so verkehrt, ne? Coole Sache eigentlich. Wie gesagt, das müssen wir mal ausprobieren. Witwendolch. Den dann auch komplett hochgelevelt und auch auf würzig. Das könnte auch nochmal gut abgehen. Aber das ist ja das, was ich gesagt habe. Und das werden wir auch in Zukunft hier in dem Let's Play. Da dürft ihr euch nicht wundern. Da kann es dann auch passieren, dass wir dann mal die Ausdauer ausschalten oder sonst was. Weil ich hatte ja schon angekündigt, wir wollen ja mal schauen. Ich hatte den Kaugummi gerade gar nicht drin, ne? Nee. Wir wollen ja auch mal schauen, welche Rüstung sich für was am meisten eignet. Und das kann man so halt am besten testen. Einfach mal gucken. Das heißt, da werden wir uns mal einen Tag Zeit nehmen. Jetzt gerade mit der Brutmutter, das ist immer ganz praktisch. Weil das ist ein Feind, der kann nicht weg. Den locken wir uns mit dem Köder, wird er gerufen und dann steht er vor uns. Das heißt, da haben wir keine blöde Ameise, der wir hinterherrennen müssen, weil sie halb tot ist oder was weiß ich was. Da können wir so ein paar Versuche machen. Mit verschiedenen Waffen, mit verschiedenen Rüstungen. Das können wir natürlich auch bei den anderen Bossen dann auch machen. Und ich denke mal, Quarzbrocken haben wir jetzt mittlerweile mehr wie genug. Dass ich mal anfangen könnte, so jetzt angefangen bei der Kleerüstung bis zur Spinnenrüstung, sage ich jetzt mal. Alle Rüstungen schon mal auf Stufe 5 zu leveln. So, dass wir den Bonuseffekt erhalten. Und dann werden wir das alles nochmal durchgehen. Weil ich hatte zwar mal ein Tutorial gemacht mit den ganzen Rüstungen, was die können, was die nicht können. Aber da haben sich manche Rüstungen geändert. Muss man klar so sagen. Es gibt manche Rüstungen, wo sich der Effekt komplett verändert hat. Und es sind ja auch neue Rüstungen dazugekommen. Deswegen dachte ich mir, dass man das hier in der Staffel nochmal schön durcharbeitet. Und vielleicht werde ich da dazu dann auch nochmal ein Tutorial machen. Aber zum Thema Tutorials, weil da wurde ich jetzt auch gefragt, ob ich nochmal was über die Mutationen machen kann. Weil da wären ja auch einige dazugekommen. Ja, da sind einige dazugekommen, wie zum Beispiel Sezierexperte oder der gaunerische Schurke oder hier das Bienengedöns, was wir noch nicht haben. Oder der hier zum Beispiel. Aber es macht jetzt im Moment keinen Sinn. Weil dann mache ich jetzt das Tutorial. In 4 Wochen kommt dann das Update. Und dann stellen wir fest, da fehlen wieder Mutationen. Deswegen, also jetzt mit den nächsten Tutorials warte ich ab, bis die PTR draußen ist, dass ich das alles testen kann. Und dann wird in der Richtung auch wieder was kommen. Einige Tests. Jesse hat sich ja auch schon zur Verfügung gestellt, wieder vermöbelt zu werden. Da können wir so ein bisschen rumprobieren. Ja, cool. Da hat das doch ganz gut geklappt.
Das heißt, ich brauche schwarze Witwen, dass wir den Dolch machen können. Hier habe ich eben gerade schon, weil ich musste ja warten, bis die zwei Snacks fertig sind, schon mal ein bisschen Material verbaut. Da fehlen jetzt noch die Knieschoner. Was fehlt da? 10 Seidenseil, die haben wir da vorne. Dann haben wir vielleicht gerade gleich das Mutterspinne-Gedöns zusammen. Was brauche ich für die Keule? Da fehlt jetzt wieder ein Gift. Ja. Also muss ich sie so oder so noch ein paar Mal klatschen. Weil wir brauchen auch das Gift. Davon brauche ich 5 Brocken, um die Mantis-Geschichte zu machen. Aber die Brutmutter-Rüstung ist komplett. Und bei der ist halt das Schöne, die hat Giftbeschichtung. Damals gab es ja nur den Helm. Das heißt, die strahlt so ein bisschen Gift ab. Wie gesagt, da werden wir uns auch dran machen. Alle Rüstungen so weit hochleveln, dass der Bonuseffekt frei ist. Und dann werden wir da auch noch mal ein bisschen rumprobieren, rumspielen. Mal gucken, was sehr cool ist. Vielleicht das ein oder andere Bild mal aufbauen. Da habe ich schon so ein paar Geschichten getestet. Ja. Aber da fehlt uns halt noch einiges. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was da fehlt. Ach, das ist die Marienkäfer-Rüstung. Da kann der wieder hin. Und hier haben wir, das müsste die andere Spinne dann sein, die schwarze Witwe. Die Witwenrüstung. Nee, warte mal, die hängt ja da. Ach, das Mottendings fehlt uns auch noch. Dann kommt hier die nächste Brutmutterrüstung. Nee, dann kommt erstmal Mantis. Dann kommt die nächste Brutmutterrüstung. Dann haben wir bald auch alle Rüstungen. Wie gesagt, hochleveln, testen. Na gut, jetzt sind wir bei 27 Minuten. Ich glaube, das sollte reichen für heute. Für mich ist es ja jetzt schon viel, viel, viel länger. Wie gesagt, vorher schon eine halbe Stunde Folge, die für die Katz war. Und jetzt nur allein das Hin- und Herlaufen. Den Cut, den ich gerade hier drin gesetzt habe. Das sieht man ja nicht, aber das war auch wieder fast eine Viertelstunde. Zurücklaufen, Ofen anschmeißen, warten. Ja, da sind immer Zeiten, die da auch mit reinfließen. Gut. Dann seid so nett, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren, ihr kennt ja das Spielchen. Und ich denke, ich werde jetzt nochmal ein bisschen Brutmutter vermöbeln. Und ja, dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge. Und dann mal gucken, was wir dann machen. Vielleicht gehen wir wirklich nochmal schwarze Witwen jagen. Gerade die unter dem Stein geht ganz gut. Die beim Mant ist ja jetzt nicht mehr da, die spawnt auch nicht mehr. Oder wir holen die Wespenkönigin. Ja, die würde ich gerne nach der Mantis holen. Ach, kriege mal hin. Perfekt. Also, ich hatte es ja schon gesagt, Daumen nach oben, abonnieren, kommentieren. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen im nächsten Video. Bis denn und tschüss.